Ich bin die Regina Jones. Ich bin die Vera Stagel. Und ich bin der Daniel Paula. Und wir sind drei Teile eines großen Teams von 7 Leuten. Unser Name ist Papageno und wir sind das mobile Kinderhospiz- und Palliativteam in Salzburg. Wir betreuen Familien mit Kindern, die Erkrankungen haben, die die Lebenszeit begrenzen und zum Teil sehr, sehr viele Probleme machen. Und die besuchen wir zu Hause, weil einfach ganz oft entweder das Zuhause die bessere Umgebung ist, die heilsamere Umgebung ist oder auch die ruhigere Umgebung ist als das Krankenhaus. Oder einfach auch deswegen, weil manche Familien und Patientinnen gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt zum Beispiel beatmet ins Krankenhaus zu fahren. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man diesen Familien Hilfe von verschiedenen auch Berufsgruppen oder von verschiedenen Aspekten zukommen lassen muss. Also wir bestehen aus einer, wir sind 2 Ärztinnen, 2 Krankenschwestern, also aus der Pflege. Der Daniel ist Atemphysiotherapeut, wir haben eine Logopädin, eine Sozialarbeiterin. Also wichtig ist einfach die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Betreuung dieser Patienten. Also wenn ich meinen Job definieren müsste, würde mir das Wort todtraurig eigentlich eher zum Schluss einfallen. Das gehört natürlich dazu. Aber das, was diese Familien leisten, ist einfach so großartig. Und wie die Kinder trotz allem in dieser Situation einfach leben. Ja? Jede Sekunde leben und in jeder einzelnen Sekunde zeigen, ob sie glücklich, traurig, angefressen, hungrig oder was auch immer sind. Ja? Und dass man das jetzt nicht sehen muss als etwas, was hinter einem riesengroßen Problem, nämlich der Tatsache, dass das vielleicht eine lebenslimitierende Erkrankung ist, steht, sondern dass sie einfach mittendrin im Leben stehen. Und das ist was irrsinnig Schönes und etwas, was mir Mut gibt. Wir begleiten ja an sich die Kinder und auch die Familien ja sozusagen beim Leben, auch wenn es manchmal dann natürlich zum Tod führt. Und im Leben ist so wie in jedem anderen Leben auch, da gibt es lustige Situationen, da gibt es lustige Momente, da gibt es traurige Momente. Und ich glaube, es ist mit jeder Krankheit, egal wie schlimm sie ist, ist trotzdem so, gerade die Kinder, aber genauso auch die Eltern, die brauchen das auch, die fröhlichen Momente, die brauchen das, dass man mal herzhaft lacht oder dass man mal irgendwie, wenn was Lustiges passiert und dann finden das alle lustig. Und ich muss sagen, in den Betreuungen, gerade auch wenn es längere sind, ist sicher so, dass die Momente, wo man lacht und wo diese Fröhlichkeit da ist, egal ob jetzt bei den Kindern, bei den Eltern, bei den Geschwistern auch ganz viel, die überwiegt sicher. Ich würde sagen, jetzt.